Es gibt noch vier Chapter von Konoha Shinden. Und eigentlich hätte es auch schon lange weitergehen sollen, aber mein Computer hat den Geist aufgegeben und deswegen konnte ich nicht aufnehmen und ich hatte auch nichts mehr im Vorrat. Und naja, gut. Deswegen wird es jetzt die letzten Chapter ein bisschen schneller hintereinander geben. Also jetzt geht's weiter mit Konoha Shinden, Chapter 12, wer den Willen weiterführt. Ja, Mirai hat sich nun zu erkennen gegeben und Ryuki ist natürlich genau das, was man halt erwartet. Er ist halt der Böse und ja, er hat natürlich das eine Mädchen reingelegt und die ist natürlich total am Boden zerstört, weil sie meinte, hey, du hast doch aber gesagt, du wolltest kranken Menschen helfen und er, ja, man kann ja halt so krankenschwachen Menschen leichter das Geld aus der Tasche ziehen und sie meinte, dann hast du ja auch gelogen wegen meiner Mutter, dass ich sie wiedersehen kann und er, auch keine Sorge, da kann ich dich ja hinschicken. Also es ist jetzt so gesehen echt nichts Besonderes, weil, ja, wir haben ja den Typen überhaupt nicht kennengelernt. Das ist halt eher so wie so eine Folge für sich stehend. Also wenn man jetzt so im Anime das Ganze gucken würde, dann wäre es einfach wie ein oder zwei Folgen und einfach so ein Kleinganove oder sowas. Also man hätte ihn vielleicht ein bisschen besser aufbauen können. Aber gut, es geht natürlich um Mirai und wie gesagt, es sind sowieso nur zwei Bände und von daher war da wohl nicht so viel Platz. Ändert natürlich trotzdem nichts daran, dass es halt nicht gut ist. Naja, es geht aber trotz alledem eher um Mirai und in dem Chapter auch ein bisschen noch um was anderes. Als sie erfährt, dass er zur Yashin-Religion gehört, da erinnert sie sich halt daran, wie sie halt so ein bisschen versucht hat, etwas über die Yashin-Religion herauszufinden. Ja, aber über die ist halt so ziemlich, also nichts bekannt. Einfach nur, dass sie in Yuno und Kuni entstanden ist. Ja, und dass das wahrscheinlich, ja, einfach nur aus Wahnvorstellungen heraus entstand. Und ja, dann liest sie auch den Namen von Hidan und sie weiß, dass er derjenige ja war, der ihren Vater getötet hat. So, natürlich reagiert sie wegen der Yashin-Religion im ersten Moment ein bisschen wütend. Das sieht man zumindest so an ihrer Gestik und so. Aber sie fässt sich dann relativ schnell wieder und ist dann auch bereit für den Kampf. So, sie nutzt dann auch diese Chakra-Klingen, die wir ja kennen, von Asuma halt. Und ja, dann kämpft sie halt gegen die alle und erinnert sich auch an ein Training mit Shikamaru, wo ich sagen muss, dass da ein Fehler ist. Shikamaru bringt ihr halt den Umgang mit dem Windchakra bei und er sagt halt, dass er ihr alles beibringen wird, was er von Asuma halt so kennt. Aber dass er Taijutsu überhaupt nicht kann und das muss sie schon selber im Kampf lernen. Also erstmal ist da die Sache, warum hat sie nicht irgendjemand anderen um Hilfe gebeten, wegen dem Thema Taijutsu, Choji zum Beispiel. Zweitens, sie ist ja auch in der Ninja-Akademie gewesen und auch ein Genin gewesen und da wird man denen natürlich auch ein bisschen Taijutsu beigebracht haben. Also warum Shikamaru meint, das lernst du im Kampf, ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Und dann ist die Sache, es ist nicht so, dass Shikamaru kein Taijutsu kann. Er kann es nur einfach nicht besonders gut, aber nicht können ist halt falsch. Naja, und dann kämpft sie halt, setzt auch hier hinein, das ist ja die Kunst, wo sie dann eben das Windchakra in diese Chakradolche hineinfließen lässt, die Asuma auch schon mal eingesetzt hat, erledigt dann die ganzen Ninja spielend leicht und ich finde es eigentlich cool. Es ist eine coole Kampfszene, wenn man das so in einem Manga so sagen kann. Im Anime ist es natürlich immer besser. Und man merkt, wie ruhig sie eigentlich ist, wie sie sich weiterentwickelt, wie stark sie eigentlich ist. Und das ist schon ein ziemlich guter Moment für sie.